Mein Name ist Karin Maywald. Ich arbeite auf der Intensivstation in Neustadt an der Aisch als Fachkrankenschwester für Intensiv- und Anästhesie. Corona hat mein Leben insofern verändert, dass man mit viel mehr Emotionen und Gedanken auf die Arbeit geht. Es ist viel zeitaufwendiger, die Patienten in ihrem Zimmer aufzusuchen. Man muss sich ständig an- und auskleiden. Es macht es auch schwierig, dass die Schutzkleidung ausgegangen ist. Wir mussten jetzt improvisieren und zusätzliche Schutzkittel noch anziehen. Und manchmal ist es eilig, die Patienten ganz schnell zu betreuen. Und man braucht jedes Mal immens viel Zeit. Dann hat man nicht nur in einem Zimmer Patienten, man muss sich ständig aus- und anziehen. Dabei ist immer die Gefahr, dass man sich selbst infiziert, wobei das gar nicht so im Vordergrund steht, sondern eher, was nimmt man vielleicht mit nach Hause für die Angehörigen. Aber es ist trotzdem nie ein Problem im Umgang mit den Kollegen, so dass wir in Angst und Sorge leben. Wir haben das immer alle im Team wunderbar gemeistert. Und darauf, finde ich, können wir extrem stolz sein. Und ich möchte, dass auch, wenn jetzt die ganzen Maßnahmen gelockert werden, dass die Menschen weiterhin vorsichtig mit der Situation umgehen, um uns weiterhin zu schützen und zu verhindern, dass noch mehr Menschen sich infizieren.